Willkommen zu einem neuen aktuelle Energievideo. Heute geht es unter anderem um die Aktivität der Sonne, um die Aktivität der Schumann-Frequenz unserer Erde und es geht um die Portaltag-Serie, die heute startet. Ich denke, ihr werdet ein bisschen farbgeflasht sein von meinem Aufbau heute. Ich sitze vor dem Schöpfungslicht Macht des Herzens und habe mein neues Shirt an mit einem Druck davon. Ich liebe es und ich sitze auch vor dem Jahresenergiebild für 2022, weil diese geballte Energie jetzt einfach für uns alle wirken darf. Ich bin heute nur ganz kurz für euch da, denn ich hatte am Freitag eine neue Zahn-OP. Man sieht es mir vielleicht auch noch an. Aber ich wollte mir das heute nicht entgehen lassen, mit euch meine Vision zu teilen und natürlich zum Abschluss nochmal eine Engelkarte zu ziehen. Vielleicht kommt noch ein kurzes Channeling. Mal sehen. Also, gute Nachricht. Die Sonne chillt im Moment. Sie entspannt sich. Es gibt gerade keine aktuellen starken Sonnenflecken. Das bedeutet, es wird in den nächsten Tagen wahrscheinlich keinen Sonnensturm geben. Das ist eine gute Nachricht für alle Hochsensiblen, wie ich es auch bin. Deshalb ist auch die Schumann-Frequenz ganz entspannt, was beides wirklich großartig ist, denn die Hochsensiblen dürfen sich dann zusammen mit den Normalsensiblen, die eben von Sonnensturm und Schumann-Frequenz und den kosmischen Einflüssen nicht so viel abbekommen wie wir, ganz entspannt in diesen wunderschönen Portaltag-Korridor, in diese lange Serie von 10 Portaltagen eintauchen. Zu den Portaltagen habe ich in meiner Morgenmeditation vorhin um eine Vision gebeten, wie ich euch erklären kann, was für mich aus meiner Quelle die Botschaft dieser Portaltage ist. Ich weiß, dass viele sich ein bisschen fürchten vor den Portaltagen, weil dann immer sehr intensive Energien auf der Erde sind. Müssen wir aber nicht. Wir müssen uns nicht fürchten. Es ist nur Energie. Es kommt immer darauf an, ob wir mit der Energie schwingen oder uns dagegen wehren. Das sage ich immer wieder, das ist mittlerweile zu meiner Lieblingsgeste geworden. Also fließe mit dem Strom. Es gibt wundervolle Menschen, die die Portaltage genau erklären. Und wenn es meine Gesundheit hergibt, werde ich zwischendurch in den nächsten Tagen auch noch Videos machen zu den jeweiligen Energien. Aber ich möchte euch jetzt kurz meine Vision mitteilen, deshalb auch das Bild hinter mir. Meine Vision habe ich kurz aufgeskribbelt. Ich würde sie super gerne malen, aber ich brauche ein bisschen Ruhe. Schwarzer Hintergrund, Nacht. Nicht schlimm, Nacht ist immer gut. Aber in der Nacht gehen wir durch ganz viele Portale, schmale, leuchtende, glitzernde, funkelnde Portale in allen Regenbogenfarben. Und hinten lockt das Licht. Und das Licht ist auch in Form einer Sonne in der Nacht. Ich weiß, das ist paradox, aber Visionen sind nicht unbedingt an wissenschaftlichen Regeln, an wissenschaftliche Regeln gebunden. Also im Dunkeln leuchtet unser aller Licht und das wird immer, immer größer, immer stärker. Und wir können jetzt durch dieses Regenbogenportal, dieses lange, weite, leuchtende Portal gehen mit diesen vielen, vielen Regenbogenimpulsen, um unser Potenzial weiter zu entfalten. Und das ist ja im Grunde auch die Botschaft für das kommende Jahr mit all seinen Regenbogenenergien. Dazu habe ich gestern Abend mein E-Book vervollständigt. Das wird jetzt hübsch gemacht und kommt innerhalb dieser Woche hoffentlich in meinen Online-Shop. Dann könnt ihr es herunterladen. Und lasst uns diese wunderschöne Regenbogenenergie, die sich für uns jetzt auftut, nutzen. Lasst uns durch diese Portale gehen und ganz achtsam sein, was sich da noch zeigen möchte. Denn ich weiß, das ist schon lange im Feld und ich habe es immer wieder gesagt, gerade in den letzten 2 Jahren. All dies geschieht, damit wir in unsere volle Kraft kommen, in unsere volle Macht unseres Herzens.
denn dann können wir zusammen leuchten. Und dieses Schöpfungslicht ist zusammen mit dem Jahressternentor und dem Jahresenergiebild die Energie, die ich für 2022 empfangen durfte. Und es ist für mich die allergrößte Freude, diese Kraft mit euch zu teilen. Jetzt möchte ich kurz meinen Kanal, wie heute in meiner Meditation, für unseren Heimatstern Sonne öffnen. Denn ich habe für mich persönlich heute Morgen tolle Impulse bekommen und habe Sonne gebeten, auch ein paar Impulse zu dem Portaltag-Korridor zur Verfügung zu stellen, was wir tun können, um das Ganze eben noch positiver in unser Leben zu integrieren und zu nutzen. Also, ich lade dich ein, wenn du kannst, deine Augen zu schließen, tief in dein Herz zu lauschen, die Macht deines Herzens voll aufzudrehen und genau hinzuspüren. Geliebte Menschen, Sonne spricht. Euch erwarten leuchtende Tage. Tage, in denen das Hintergrundrauschen zur Ruhe kommt und in denen großes Potenzial freigesetzt wird, das wiederum euer Potenzial freisetzt. Spürt, was in euch jetzt aufsteigen möchte. Stellt euch vor, dass ihr in euch kurz einen Hausputz macht. Alles, was in den letzten Tagen und den letzten Wochen an Müll, Staub, Information, die euch belastet, angesammelt ist, all dies wird rausgeputzt. Es reicht eine Entscheidung dazu. Es reicht, dass du dir sagst, ich reinige jetzt mein System, damit dies geschieht. Und ich werde dich darin unterstützen. Rufe mich, rufe meine Kraft und ich werde dich mit meiner Energie reinigen. Dann kannst du spüren, wie langsam wunderschöne Impulsperlen, Inspirationsperlen in allen Regenbogenfarben emporsteigen, deinen Geist, dein Herz füllen, dein Bewusstsein füllen. Neue, frische Ideen und Inspirationen steigen jetzt auf, damit du dein Potenzial in diesem wundervollen Jahr, in diesem neuen Zyklus, im Wandel für deinen Aufstieg nutzen kannst. Genieße diese Inspirationen und nutze sie weise. In großer Liebe, Sonne. Immer wieder eine ganz große Freude. Und damit es nicht zu lang wird, jetzt aus meinem Kartenset eine Karte. Welche Engelkraft begleitet uns im Einstieg in diesen 10-tägigen Portaltage-Korridor? Darüber habe ich übrigens auch mit meinem lieben Freund und Kollegen Malkiel gesprochen. Ich verlinke euch alles Wichtige zu diesem Video auch unten in der Videobeschreibung, damit ihr nochmal nachschauen könnt, was der Januar und gerade diese Portaltag-Serie uns noch schenken wird. Jetzt also. Eine Engelkarte. Der Engel der Lichtkraft. Der Engel der Lichtkraft lädt dich ein, dieses gesamte Lichtpotenzial, das immer um uns herum ist, das in uns, durch uns leuchtet und das wir auch aufnehmen können in einem wunderschönen Kreislauf. Einatmen, aussenden. Einatmen, aussenden. Dass wir dieses Potenzial jetzt nutzen, um all diese Kräfte aufzunehmen, die uns die Portaltage schenken und auch unser Heimatstern Sonne, damit wir auch
die Impulse der Erde nutzen können. Denn was nutzt uns alles Wissen, alle Weisheit, alle Informationen, wenn wir nicht gut geerdet sind, jetzt und hier als Menschen? Also ruf den Engel der Lichtkraft, wenn du dich öffnen möchtest für das, was kommt. Erde dich bitte gut, verbinde dich mit Mutter Erde und bitte, bitte nochmal zum Abschluss, lass dir keine Angst machen. Nicht von den öffentlichen Medien, nicht von den alternativen Medien, nicht von irgendwelchen Menschen, die meinen, sie müssten dich in Drama versetzen, weil man mit Angst so viel Zuschauer, so viel Geld und so weiter verdient. Bleib in deinem Leuchten, bleib in deinem Herzen. Alles, was passiert, passiert zu unser Allerbesten. Damit wir diesen Wandel wirklich zutiefst durchleben können, in uns und um uns herum, damit wir uns immer weiter in unsere wahre Macht, unser wahres Licht entfalten können, damit wir unser Potenzial endlich wirklich leben können in diesem Jahr und für das nächste Jahr. Also sei präsent, sei in deinem Licht, leuchte, was das Zeug hält, denn gemeinsam leuchten wir noch heller und noch stärker. Und denk an unsere Gemeinschaftsmeditation, wenn du dich einklinken möchtest, abends in das Feld zu diesem Bild, damit wir gemeinsam die Macht unserer Herzen verbinden und verstärken können. In Liebe, deine Sonja Ariel. Wir sehen uns. Ciao.